So, dann machen wir weiter. Also, wir waren ja eben hier bei dem Template stehen geblieben. Vielleicht nochmal kurz ein paar Infos für die, die halt neu sind. Also, es sind ja nicht so viele, aber das, man muss ja halt trotzdem mal ein bisschen gucken, weil das ist dann am Anfang doch sehr, sagen wir mal, erschlagend, weil man halt viele Möglichkeiten hat, was man machen kann mit dem Programm. Und wie gesagt, man hat hier auf der rechten, auf der linken Seite immer die Möglichkeit, verschiedene Sachen sich anzugucken. Und wie gesagt, der Herr Hofburg hat ja eben schon gesagt, wenn man das anklickt und geht dann in die einzelnen Komponenten, dann sieht man das hier. Und kann natürlich dann auch entsprechend die Farben anpassen, was auch immer. Deswegen, das, man muss halt wirklich wissen, wo ist was. Man kriegt es gut rein. Und wenn man halt einfach nicht weiterkommt, was einem weiterhilft, ist eigentlich immer die Hilfe von Joomla, von Newbeam. Weil auf der Hilfeseite, da sind so viele Videos und Informationen, die helfen einem wirklich weiter. Und gerade die Videos sind wirklich toll gemacht, dass man auch wirklich weiß, wo muss ich denn jetzt dran gehen. Darf ich noch mal einen Tipp vielleicht ins Fahrgastgemeinde? Wenn man ja die Komponente rechts hat, dann sieht man ja, was man verändern muss, was für Komponenten da drin sind. Wenn man ja zum Beispiel bei den Titeln. Muss die Vorschau wegmachen, doch. Mit wo war das jetzt? Im Style. Genau. Im Style. Und wenn man jetzt auf der rechten Seite einfach hovert, zum Beispiel in den News oder irgendwas, dann sieht man, steht ja Navbar. Dann weiß man ja sofort, so, okay, man muss da rein und da kann man genau es ändern. Genau. Könnte man vielleicht auch netter machen, dass man das direkt da hat. Dass das so ein Pop-Over ist oder sowas, habt ihr ja. Und dann, dass man da klickt und dann da direkt landet. Also meistens stimmt es auch, was da steht. Manchmal stimmt es auch nicht wirklich. Oder sind halt, du hast halt drei Möglichkeiten oder vier. Dann kannst du, das ist, aber ich finde es schon cool. Es ist schon eine große Hilfe, ist richtig. Ja, ja, genau. Hat sie da gesehen? Da. Da steht Base und Nachbar. So, du kannst gucken bei Base und bei Nachbar. Oder du hast schon so oft geguckt, dass du mittlerweile weißt, nee, du musst bei Base gehen, dann findest du das. Und bei Nachbar findest du das. Deswegen. Aber es ist schon eine große Hilfe, das ist richtig. Ansonsten, wie gesagt, es gibt so ein paar Sachen, die halt recht wichtig sind, Global, das ist dann halt so die generelle Geschichte und da sind wir jetzt wieder bei den Schriften und da, wie wir eben schon gesagt haben am Anfang, Google Fonts werden hier genutzt, Google Fonts werden runtergeladen und werden auf dem Server installiert, das heißt, gespeichert. Das heißt, da ist das Problem, was wir eben hatten mit Google Fonts, ist da nicht gegeben, dass irgendwie eine Abfrage ineinander passiert. Aber es ist halt auch nur für die Schrift, die auf der Webseite ist und nichts, was dann über ein iFrame oder so irgendwie eingegeben wird. Ja, hier in die einzelnen Sachen reinzugehen, macht keinen Sinn. Es gibt halt ganz viele Möglichkeiten, die ich ändern kann, wie ihr seht. Und das ist halt, wie gesagt, man muss sich da ein bisschen reinarbeiten, aber es geht. Es ist wieder, wenn man am besten an so einem kompletten Beispiel, was man sich auch runterladen kann, da ist sogar Joomla mit eingebaut, das heißt, ihr könnt ihn mit Joomla komplett installieren und habt dann diese Version, die ich jetzt hier quasi auch habe und könnt dann damit ein bisschen arbeiten und gucken, wie es geht und das ist eigentlich ganz gut. Ich suche da eben noch eine andere Version, damit man mal sieht, wie sowas dann in. Darf ich euch zeigen? Ja, klar. Das ist das selbe Template, muss man einfach umgehen für den Kunden, der auch immer das hat. Ja, also basierend auf dem Template, damit man auch mal ein Gefühl bekommt, wie sowas dann aussieht, wenn man das mal selbst umsetzt. Wollt ihr dazu mal hören, was für einen Vorteil diese Seite bringt mit dem Synchro? Das kann ich mal kurz erzählen. Vielleicht versteht man deinen Content. Der kommt nach vorne. Scroll mal hoch, scroll mal hoch. Hatten wir noch besprochen. Scroll mal hoch, ganz hoch. Also folgendes, ihr müsst euch vorstellen, die ganze Seite ist mit Dynamic Content aufgebaut und all diese kleinen Dinger hier überall sind Beiträge mit ganz vielen Extrafeldern, ja. Und dann habe ich immer ein Einleitungsbild, dann habe ich irgendwie einen Titel, dann habe ich Subheadline, das trägt man alles als Redaktion in einzelne Felder ein. Und dieses System macht zum Beispiel aus diesem einen Bild, was ich einmal einbaue für die Einleitung, wenn es halt ganz neu ist, landet es hier viereckig, klein runtergerechnet, super runtergerechnet. Wenn das Gleiche dann irgendwann nach unten rutscht, weil man sagt, okay, das ist jetzt schon veraltet, oder vielleicht rutscht er in diese große, ne, dann macht er auch daraus automatisch noch eine Version, die genauso zugeschnitten ist, und baut das perfekt ein. Und ihr müsst euch vorstellen, die Seite ist echt nicht klein inzwischen. Wir haben jetzt 3.000-4.000 Beiträge inzwischen, glaube ich, da reingeballert. Und all das kommt tatsächlich dynamisch aus Joomla-Beiträgen und Kategorien.
Und der Kunde sagt nur, in der Kategorie kommt dieser Beitrag mit diesen extra Feldern rein und diese Seite baut sich dynamisch auf. Und da ist kein einziges Modul dabei, das ist alles Usico. Das, was er euch gezeigt hat gerade, ne? Und sogar die Werbung und so, keine Ahnung. Also, und das muss, könnte man früher auch machen mit Joomla, aber dann hätte man irgendwie 300 Module gehabt und zig Eigenentwicklung und die Bilder hätte man eh so nicht hinbekommen. Ne? Also, das, keine Ahnung. Sowas haben wir, ja. Den Kunden habe ich zum Beispiel jetzt kein Design, kein Layout verkauft. Die haben gesagt, wenn ich ein Paladin, ja, was ich ihm verkauft habe, ist die Content-Struktur, ne, und die ganze Technik dahinter. So. Ja, und das Know-how, das du weißt, wie du was. Ja, genau. Aber das ist 1:1 Kopie, wie ihr sehen könnt, von Paladin, ne, nur mit der Funktion. Ja, und das Geilste ist halt eben das ganze Bildermanagement und dieser ganze Kram, was dynamisch passiert. Das war schon. Hätte man früher nicht so gut empfohlen. Warte mal. Ich habe doch hier zum Beispiel erzählt von statisches Wörterbuch. So. Das ist jetzt zum Beispiel auch Joomla Core, auch mit Using Code, ne? Extra Felder. Auch sowas ginge. Ja? Und das holt alles dynamisch ab. Irgendwie, dann kannst du draufklicken und dann GW ist je zornig zum Beispiel. Das habe ich hier. Sogar einen Adventskalender bauen wir gerade. Ich hoffe, es ist. Sogar sowas ist dann möglich. Zeige ich euch mal. So. Ist aber nicht fertig, ne? Also auch da irgendwann mit Türchen draufdrücken. So eine billige Grafik ist ja egal. Auch das geht nur mit Core und Using Pro zum Beispiel. Ne? Also, das muss jetzt natürlich weitergemacht werden. Was gibt's noch? Hier waren noch ein paar andere Sachen. Die sind, glaube ich, auch optimiert worden, wenn sie bekommen haben, eine neue Version. Ja, sogar. Auch Veranstaltungen irgendwie, die dann auch tatsächlich chronologisch sortiert sind und automatisch verschwinden, auch wieder nur Joomla Core. Ginge auch. Sogar so ein paar Filter, die noch ein bisschen hübscher gemacht werden müssen. Also ihr seht, alles Core, alles Joomla UC Pro und ich nutze da keine extra Erweiterung für den ganzen Kram. Ja, das sieht jedes Mal halt anders aus. Auch das funktioniert. Und das kannst du dann komplett designen. Jetzt ist das war's. Sorry. Genau, vielleicht gerade mal. Lass mal zu den dynamischen Content mal kurz gehen, dass man mal kurz zeigt, wo sowas überhaupt hinterlegt wird. Für die, die jetzt neu sind, habt ihr vom System her verstanden, wie es funktioniert? Weil sonst erkläre ich noch was. Ihr müsst das schon so sagen, weil ich möchte ja gerne, dass ihr hier rausgeht und sagt, also funktioniert das. Nicht, dass ihr rausgeht und sagt, keine Ahnung, es funktioniert, aber es ist gut. Du hast, glaube ich, auch Interesse daran, mit Using zu arbeiten, oder? Ja. Ja, ich bin da in dem Thema jetzt absolut Neuling. Ja, genau, du bist, jetzt hier langweilen. Nein. Wie fängt man denn so krank an mit einer blanken Seite zu neuen Projekten? Da habe ich noch was vorbereitet. Wie funktioniert das dann mit dem? Genau, also gehen wir mal davon aus, das ist die falsche. Das ist, glaube ich, die Planke. Wo habe ich sie denn jetzt? Irgendwo habe ich sie. Es geht, glaube ich, genau. Das ist die Planke, weil man sieht nichts. Also es ist kein Lutin. Normalerweise erscheint da ein Icon, da steht Lutin. Das ist meistens das erste Problem, wo du stehst und denkst, ich habe es doch hochgeladen. Ja, ist richtig. Aber man muss es natürlich auch aktivieren, sonst weiß man, wo es steht. Also. Da klicken. Gut. Das ist zwar nur ein kleiner Trick, aber es ist für viele ein ganz schön blöder Trick, wenn du nicht weißt, wo es passiert, weil dann ist er jetzt ist Lutin da. So einfach geht's. Ne? Und deswegen. Und dann kannst du nämlich loslegen und hast erstmal eine leere Seite. Und da steht meistens dann noch der Text drin, quasi der von dem Joomla. Jetzt kannst du, solltest du im Prinzip vorher dir überlegen, du könntest jetzt hier im Menü, könntest du das Menü bearbeiten, aber ich sag mal, als alter Joomlaner muss man natürlich dann in dem Joomla arbeiten und da das Menü sich aufbauen. Es macht natürlich Sinn, dass du da schon mal ein paar Strukturen aufbaust, also dass du die Hauptüberschriften schon mal schreibst. Und was wir halt hier haben, ist, dass wir dann je nachdem einen einzelnen Beitrag benötigen. Also das heißt, wenn du ein Menü hast,
und du willst eine Joomla-Seite, eine Newthink-Seite aufbauen, ist es notwendig, dass du halt dort auch einen Beitrag hast, das muss irgendwo gespeichert werden. In einem Beitrag werden halt quasi die Informationen, die hier von deiner Seite von Newthink kommt, die wird in einem Beitrag gespeichert. Und deswegen musst du einen Beitrag erstellen, meinst du einen Beitrag, genau, und den nennst du dann halt irgendwie, wir nehmen den jetzt einfach mal mit Startseite zum Beispiel. So. Könnt ihr den nicht mal anstellen? Ist doch viel einfacher. So, also jetzt haben wir eine leere Seite, wie ihr seht, ne? Und jetzt können wir eigentlich loslegen. Ja, das ist quasi das, was du sagst, ist eine leere Seite. Wie geht es denn jetzt weiter? So, dafür gehen wir jetzt mal in YouTube rein. Jetzt wissen wir ja, aha, das ist auf der ersten Seite. Und das Schöne ist eigentlich jetzt, dass du auch kreative Hilfe bekommst in YouTube. Indem du nämlich jetzt gesagt bekommst, also entweder legst du selbst los, und da kannst du dir zum Beispiel sagen, wir fangen mal mit einem Bild an. Ja, wir wollen oben ein großes Bild haben, was über die ganze Seite geht. Und, so will ich es aber gar nicht haben. Wie könnte es denn aussehen? So, da haben wir nämlich jetzt eine Bibliothek, wie oben sieht. Und in dieser Bibliothek gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie denn so eine Startseite eigentlich aussehen könnte. Und man kann natürlich auch hier direkt filtern und kann gucken, wo ist denn hier eigentlich die Hauptseite, ne? Zum Beispiel so. Und hat jetzt ganz viele verschiedene Seiten und kann eigentlich mal da durchgehen, kann sagen, was sieht denn so aus, für was brauche ich das eigentlich? Und da will ich hochlegen. Stimmt, das habe ich gerade gesehen. Und dann kann man jetzt sich überlegen, welche Art von Seite habe ich denn eigentlich? Will ich hier so, wie Uwe eben gezeigt hat, so eine Art Newsletter oder Newspaper-Seite haben, wie jetzt hier die, ne? Oder ja, was weiß ich, soll die eher sportlich sein? Es gibt halt, da kommt ja meistens mit einer gewissen Regelmäßigkeit oder Unregelmäßigkeit, kommen dann auch immer neue Themes raus. Und da gibt es auch schon ganz viele verschiedene, die auch eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Und deswegen, da könnt ihr auch dann im Vorfeld schon mal gucken, was ihr da haben wollt. Aber hier wäre zum Beispiel, dass man sagt, okay, das habe ich ja eben bei meiner Dings auch gehabt, das hier finde ich toll. So muss das aussehen. Das ist hier mein Jägerverein. Und dann klickt ihr drauf und dann ist es so, dass einfach die komplette Seite geladen wird. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit zu sagen, oh, ist ja schon mal gut, aber das heißt denn jetzt hier. Wie auch immer, ja, und das ist das, was ich eben gemeint habe. Du schreibst was rein, auf der linken Seite schreibst du was rein und siehst es halt auch direkt. Ja, und das ist, was mich so begeistert. Und was ich halt kacke finde, ist, dass du dann, wenn du jetzt weiter nämlich dann was machen willst, und scrollst dann. Ah ja, genau. Da sind Bilder drin von genau, von Unsplash. Und die dürft ihr nutzen, aber ihr müsst ja runterladen. Und dann habt ihr unter Images ein New Theme Ordner und da sind alle Bilder drin. Solltet ihr dann irgendwann, wenn ihr sie dann doch nicht nutzt, vielleicht mal durchforsten, sonst habt ihr nämlich einen riesen New Theme Ordner mit ganz vielen Bildern, die ihr eigentlich gar nicht nutzen braucht. Jetzt ist es runtergeladen und ihr könnt das bearbeiten. Und wenn man jetzt natürlich einen tollen Knopf hätte hier oben, wo man draufklickt und es würde links und rechts gleichzeitig hochgehen, wäre das ganz toll. Ich sag's nur mal so. Du kannst immer rechts einfach über das Scrolls rechts bearbeiten. Ja, ich weiß, dann klickst du da drauf, ist schon klar. Aber deswegen muss ich trotzdem, also wenn du es gewohnt bist, dass du halt auch da was arbeitest, ist so eine, ich weiß ja nicht, wie kompliziert das ist, aber ihr habt ja Technik, also ich meine, ihr bezahlt ihr ja, ihr könnt doch irgendwo machen. Nur mal so als Anregung, ja. Was man halt hier auch machen kann, wenn ihr mal wissen wollt, wie sieht denn sowas über die ganze Seite aus, dann könnt ihr sowas auch dann einfach mal drüber scrollen und dann. Ja, ne? Oder ihr macht ihn ein bisschen kleiner, größer, wie auch immer. Ja, wenn ihr sagt, oh, das ist viel wichtiger, ich kann das nicht richtig sehen, dann könnt ihr das auch größer machen. Aber die Knöpfe da unten sind noch viel besser. Genau, dann hier habt ihr die Möglichkeiten, das, was ihr hier normalerweise seht, ist halt ein großer Monitor. Ja. Seht ihr schon das Problem? Ich habe jetzt hier einen kleinen Monitor. Also sagt ihr, okay, dann machen wir das Ganze. Wie sieht das denn eigentlich auf einem, so, kleinen Laptop aus? Und wenn ihr wissen wollt, wie sieht es denn eigentlich auf dem Lines? Letztes Teil.
Tablet, dann wird Tablet aus, hochkant, das sieht ja so aus. Und auf dem Tablet, der sieht so aus. Und wenn ihr das wissen wollt, wie sieht es auf dem Smartphone aus? So aus. Und dann irgendwann läuft euch wahrscheinlich die Schrift dann mal nach rechts raus oder so. Aber dann könnt ihr das sehen, wie man dann mal guckt, wie sieht es denn auf dem Smartphone hier aus. Die könnt ihr auch nochmal einstellen, wie die Größen sind, die da angezeigt werden. Aber das finde ich auch eine tolle Möglichkeit, um mal gerade schnell zu gucken, weil es passiert halt manchmal, dass mal die Schrift zu groß ist und die läuft rechts raus oder sowas. Deswegen so ist es eigentlich recht cool, wenn man das mal sehen kann. Oder wie, wenn ihr hier seht, das sind zwei, aber es ist ziemlich klein und ihr wollt dann nur, wenn es diese Größe hat, mal ein Bild anzeigen lassen. Das ist halt eine Möglichkeit, die kann man dann zeigen. Kann man dann auch die Schriftgröße sagen? Also die Mediatrends sagen, dass bei Format die Schrift dann halt nur 8% dann müsstest du, du kannst halt angeben, dann müsstest du quasi dasselbe Modul oder dieselbe Section machen. Nein. Im Style geht das nicht. Im Style? Ja, da hast du zwei Teilen. Geh mal auf Style und Heading, dann siehst du es. Da war ich gerne gar nicht so, ja. Und dann? Und dann siehst du, bei Schrift müssen irgendwie XL, M Font Size. Genau, Font Size normal 38 irgendwas oder unter 48. Achso, das ist dann, wenn die verkleinert werden. Ja. Ja, mach mal einen absoluten Wert, dann kannst du eben. Bei dem, bei welchem? Bei dem oben hier, bei dem. Ja, kannst du ja nur dranhängen, dann siehst du, dass es funktioniert. Du musst natürlich Small verwendet haben, oder? Ja, das ist natürlich die Frage. Die kleine oder die Mobile? Die kleine ist Mobile. Small wird das. Aber man sieht es ja hier. Also, das heißt, ja, hier, da kann man es einstellen. Und hier auch natürlich bei dem Medium. Large. Genau. Also das hier, hier unten, wie gesagt, da kam da, das ist eigentlich eine ganz coole Funktion, um zu sehen, wie es funktioniert. Und man kann entsprechend etwas zeigen. Jetzt gehen wir mal zurück, um die zu zeigen, wie wir denn noch weitergehen können auf der Seite. Was können wir denn noch machen? Oder was gibt es noch für Beispiele? Also es ist halt schon mal eine tolle Sache, wenn ich das halt sehe, dass ich hier die Möglichkeit habe, komplett eine Seite reinzubauen. Ja, jetzt sagt ihr aber, oder ihr sagt jetzt, okay, wir brauchen ja noch ein Footer, da muss ich den Footer ja auf jeder Seite einzeln eintragen. Müsst ihr nicht, weil ihr nämlich die Möglichkeit habt zu sagen, ich habe hier eine Fußseite. Und dann könnt ihr hier genauso hingehen. Jetzt könnt ihr eure Fußzeile, sprich den Footer, könnt ihr eigentlich jetzt selbst bauen. Oder ihr geht wieder in die Bibliothek und sagt einfach Footer. Und da werden euch verschiedene Footer angezeigt. Ne? So. Und da könnt ihr halt gucken, wie ihr euer Footer so gestalten wollt. Habt ihr euch auch ziemlich einfach erreicht. Und dann habt ihr einen Footer und den baut ihr ein. Und der ist dann, wird dann auf jeder Seite angezeigt. Weil das ist jetzt quasi das, was auf jeder Seite angezeigt wird. Und das andere ist jetzt nur auf der einen Seite, die wir am Anfang im Menü festgelegt haben. Das heißt, das ist dann nochmal eine Möglichkeit. Da ist halt auch logischerweise, wenn irgendwas in die Grafik eingebaut ist, ist das nicht mehr. So, dann gehen wir mal zurück zu Bildern. Da gibt es aber dann nur die vordefinierten. Da gibt es quasi nochmal wie Grid-Bilder außenrum, wo man sagen kann. Naja, du kannst die auch jetzt nochmal verändern natürlich. Du kannst jetzt natürlich hingehen und kannst sagen, ich will bei den Fußzeile, wenn jetzt hier ein Text stehen, da kannst du den Text natürlich anpassen, du kannst noch Bilder reintun oder ich was. Ich meine, aber es gibt nur Kopfzeile, Fußzeile, also die sind fest definiert. Das ist jetzt nur ein Beispiel für, die kannst du halt nehmen, weil es halt als Fußzeile auch genommen worden ist. Aber es gibt ja auch andere Sachen. Du kannst sie auch selbst ja ganz individuell anpassen. Das ist, oder habe ich falsch verstanden? Ja, aber ich weiß sonst nicht. Aber weißt du eigentlich, was du fragen willst? Ja, auch. Ja, dann sag nochmal. Das war dann nochmal den Helix. Ja, ja, ja. Aber da ist es so, man kann quasi einmal außenrum das bauen, wo man sagt, es gibt ja eine Kopfzeile oder man kann auch selber sagen, wir haben noch ein Before-Content, was wir regelmäßig nutzen für Infos oder sowas. Dann kommt der Main-Part und dann kommt der Footer. Und das kann man nochmal sich bauen, wie man will, und die Elemente da drin können dann halt nochmal angepasst werden, so wie da jetzt. Ja, 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 verstanden.
Hier ist es halt so, quasi alles, was der Footer, der ist jetzt ein Element, den du da unten reinsetzen kannst. Du kannst natürlich jetzt so viel runtersetzen, wie du willst. Das ist halt alles einfach nur dann auf jeder Seite unten runtergesetzt. Das heißt, das wird auf jeder Seite, die du dann anlegst im Menü, wird es immer unten runtergesetzt und ist auf jeder gleich. Das ist der Unterschied halt. Ja, und das kannst du quasi, der Header ist im Prinzip, ja, also das, was du eingibst, wo die Menüführung ist, das ist auch oben immer gleich dann. Bei jeder Seite, weil du das auch einmal anlegst. Ne? Und alles, was dazwischen ist, kannst du halt individuell anpassen. Ne? Aber auch unten natürlich individuell anpassen. Du kannst ja genauso unten drunter. Du könntest auch quasi jetzt eine komplette Seite nochmal unten drunter bauen. Der Footer heißt jetzt nicht nur bei dem Footer, dass du da nur eine Zeile hast oder so, sondern das ist genauso flexibel wie die andere. Du nutzt halt nicht bei mehrsprachigen Seiten, dann nimmst du das dann, genau. Button in die Hauptfunktion. Da kannst du dann auch sagen, mal drei verschiedene Seiten einbauen, wenn du das meinst. Ja, das war es dann. Das genau. Also gestaltet, dass man nicht mal gibt es halt keinen Tutor oder mal. Ja, also, genau. Also bei Mehrsprachigkeit geht es halt nicht. Weil dann musst du quasi, sowas ja in Englisch und du musst sowas in Deutsch machen. Das heißt, dann musst du quasi das Menü Bilder nehmen und dann baust du dir da deinen Tutor und sagst, das wird bei englischen Seiten angezeigt. Genau. Du kopierst den Stil, Stil zweimal, weil es einmal Deutsch und einmal Englisch ist und dann haben wir das bei der Augenbilder. Aber es gibt mehr. Welches? Ja. Dann kannst du einfach den sagen, wie du aus der Sprache dann. Aber ich würde mir tatsächlich aus der Sprachenbefahrung nicht zwei Spiele oder irgendwelche Menüen mehr antun, sondern einfach das damit lösen. Also U-Essentials hat halt Möglichkeiten von Filtern und Anzeigen, kontextbasierte Anzeige, sprachbasierte Anzeige. Aber so denn, das wäre ein Vortrag für sich. Ja, ja. Das ist so mächtig. Ja. Okay. Ja, ja, das ist das Ding. So, was man halt auch machen kann, ist, wenn man jetzt zum Beispiel hier einen Grid hat und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich auf der rechten Seite sehe, das ist irgendwie ein Kind. Also wenn man jetzt zum Beispiel nochmal, jetzt haben wir schon mitgekriegt, man hat jetzt die Möglichkeit, die komplette Seite zu bauen, aber wenn man jetzt dann ins Eingemachte geht und sagt, naja, also mal gucken, was weiß ich, man will dann doch mal schauen, wie sieht denn so ein Grid oder so eine Gallery, wie kann denn so eine Gallery eigentlich aussehen? So. Und da gibt es halt jetzt auch nochmal eine Möglichkeit, dass man hingeht und sagt, ich hole mal so eine Gallery. Wo ist denn die Einstellung, dass man sich angucken kann, wie die Gallery aussieht? Da gibt es ja diese verschiedenen Gallery-Möglichkeiten. Gehen wir mal in die Library. Ja, bloß, ne? Ah, da. Genau, und hier kann ich jetzt aussuchen, zum Beispiel, wenn ich vorher wissen will, welche Art von Gallery soll die denn aussehen, da werden mir hier schon verschiedene Galerien angezeigt. Ja, man kann dann einfach draufklicken und dann wird die so quasi übernommen. Und das gilt halt für alle. Das gilt genauso für ein Akkordeon, verschiedene Akkordeon, weil das natürlich auch nicht so die Vielfalt ist, aber bei anderen Sachen halt, was haben wir noch? Grid zum Beispiel. Ja. Und das ist halt auch eine tolle Sache, finde ich, wenn man gerade mal nicht genau weiß, wie soll man es umsetzen. Das sind eigentlich immer ganz tolle Ideen dabei. Und man klickt, wie gesagt, man klickt drauf. Und es wird halt übernommen. Ja, dann hat man quasi das, was man eben gerade gezeigt hat, wieder gelernt. Da muss man natürlich jetzt wieder anpassen, klar. Aber das finde ich halt auch nochmal ein gutes Tool. Und was halt auch noch angezeigt wird, sind halt auch die. Nee, wir sind in Bilder? Bei Bilder, ne? Bei Galerie oder wo kann man die Bilder? Ja. Muss man, geh mal rein in die Galerie. Schon. Einfach ein oder ja, genau. Und dann löscht das? Ja. Und dann löscht das. Ah, ja, jetzt habe ich es. Also hier wird kann man theoretisch direkt einbinden in verschiedene Bilder. Wobei wir eben auch in dem Workshop vorher die Diskussion hatten, inwieweit
die Kinder, auch wenn sie hier frei sind, irgendwann ein Problem darstellen könnten, wenn die Frau, die da jetzt zu sehen ist, sagt, ich will aber nicht, dass mein Foto weiterhin da gezeigt wird. Das ist halt so eine Frage, ob man die Bilder dann weiter benutzen sollte und wie auch immer. Aber ich finde es eine tolle Möglichkeit, hier kann man halt die Bilder dann quasi direkt draufklicken und dann ist die eingebaute Bude. Wird halt dann auch, wenn ich jetzt speichere, natürlich wird dann das auch angefragt und man lädt es genauso runter. Ja, das ist dann auch in diesem Meeting-Ordner drin. Das heißt, man hat also, das ist eigentlich so, die Möglichkeit, die Seite dann aufzubauen, wenn du ein bisschen Unterstützung haben willst, dass du sagst, ich will aufgrund dessen schon mal das erarbeiten. Und wenn du dann aber sagst, okay, das gefällt mir, das Template, dann könntest du natürlich auch sagen, gut, dann mache ich den Style auch genauso, wie das Template ist. Ne? Das heißt, du suchst dir einfach dann. Jetzt hättest du das komplette Template quasi von diesem Painwood Lake und das würde genommen werden für die gesamte Webseite. Und du könntest halt jetzt noch sagen, okay, will ich jetzt grün oder nicht rot oder was auch immer für eine Farbe, die ist ganz nett, nehmen wir die. Das heißt, dann wird, zeigen wir gleich, was übernommen wurde. Ja, dann hast du quasi das ganze Template komplett immer gleich. Ne? Wenn du aber sagst, naja gut, also die Seite gefällt mir, aber ich will dann doch lieber ein anderes, also könntest du jetzt auch den Flow holen, ja, dann wäre es so, dass dann quasi, wie du jetzt sagst, eine andere Schrift und so weiter, dann würde es natürlich auch anders aussehen, möglicherweise. Dann sieht das schon mal direkt anders aus. Und dadurch, dass die wirklich tolle Themes machen, finde ich, passt da auch die Schrift und die Bilder und so weiter. Von daher macht es schon Sinn, wenn man weiß, also diese Art von Template oder diese Art die gefällt mir wirklich gut, dass man dann auch hier guckt, dass man dann hier nimmt und dann hier den nimmt. Weil das ist dann halt auch was anderes. Das finde ich eigentlich schon ganz gut. Kann man aber, wie gesagt, jederzeit auch ändern, dass man dann andere Schriften hier oben oder das ist ja natürlich ganz gut. Okay, ich würde mal sagen, wir gucken jetzt nochmal gerade an die Wunschliste, die wir gehabt haben, dass wir da nochmal gucken, ob man da noch irgendwas erklärt bekommt. Hat dir das so ein bisschen jetzt gezeigt, wie es funktioniert? Was mich jetzt mal interessieren würde, wahrscheinlich eine banale Frage, aber das war jetzt nicht die One-Pager, wie wir sehen. Wo wäre denn die Unterseiten hätte von Ja, also das kannst du hier angeben. Also wir machen jetzt mal noch hier, ich bin jetzt über Menü gegangen und beim Menü kannst du natürlich auch ein neues Menü angeben. Das ist natürlich schon ganz nett, das ist dann die Seite 2. Dann ist es so ein Knopf und dann steht die Seite. Das wäre top. Ja, ich weiß. Jetzt haben wir quasi den zweiten Menüpunkt und den müssen wir jetzt da oben erschauen. Ja. Jetzt geht es ja darum, was ich ganz am Anfang gezeigt hatte noch, dass man hier im Layout sagen kann, ich möchte gerne zum Beispiel, was weiß ich, das Logo so in die Mitte und dann würden die und jetzt wäre theoretisch, wenn ein Logo da wäre, wäre das Logo in der Mitte. Links und rechts wäre dann jeweils ein Menüpunkt. Und bei dem neuen Menüpunkt kann man jetzt sogar sagen, wo dieser Schneidepunkt ist, ab wie viele Menüpunkte dann das Logo kommt und dann die anderen Menüpunkte. Das wäre jetzt hier. Und dann wäre es so, wenn du jetzt die neue zweite Seite hast, die ist natürlich wieder leer. Ne? Die ist erstmal leer. So. Jetzt könntest du sagen, aber ich habe so, also die Frontseite oben, das gefällt mir, das möchte ich doch jetzt immer wiederholen, auf die anderen Seiten auch. Und dann könntest du dann natürlich hingehen und könntest sagen, okay, dann kopiere ich mir das einfach, weil der obere Teil, der gefällt mir total gut, den will ich auf der zweiten Seite auch haben. Und das ist relativ einfach, indem du im Bild einfach sagst, hier der Teil, der obere, der ist super, den speichere ich mal. Du gehst auf die zweite Seite,
das ist eine Bibliothek und da sind auch deine eigenen gespeicherten Sachen, das dann doch, und dann hast du das, was auf der ersten Seite ist, auf der zweiten Seite auch. Ja? Und das Schöne ist, wenn du sagst, ich habe aber jetzt noch zwei andere Seiten, da könnte man die auch noch drauf tun, also zwei komplett andere Webseiten, dann gehst du einfach hin und sagst, na gut, dann exportiere ich das einfach. Ich habe es ja schon egal. Dann gehst du in die Bibliothek und kannst dann das quasi auswählen. Oh Quatsch, runterladen muss ich dann. Ja. So. Da kannst du das quasi runterladen und kannst es dann auf der anderen Webseite hochladen und kannst es quasi da genauso benutzen. Das heißt, du kannst es, und das Joomla User weggehört, du kannst das auch von Joomla auf WordPress übertragen. Ja, das ist also auch möglich. Genau, und das ist dann, genau, man muss da gar nicht so viel von WordPress kennen, aber es klappt trotzdem super. Ja. Also das ist wirklich ein tolles Ding. Mit Joomla hat man die Möglichkeit, einen eigenen Layout aufzusetzen. Dann speichert er das tatsächlich an einer zentralen Stelle. Und überall da, wo du es wieder errichtest, kannst du total auf deine eigenen Layout zugreifen. Du kannst rein theoretisch jeden deiner Kunden eine Art Layout-Datenbank aufbauen. Ja, das ist gut. Also, wo wir gerade dabei sind, das hier ist von, das ist die Newton-Webseite, für die, die es wissen. Das ist die Newton-Webseite und da gibt es dann einen bisschen versteckten Button, der ist hier. Ja, da kommen quasi dann, da sind dann für viele Weihnachten, weil da gibt es ganz tolle Ergänzungen. Viele Sachen, die halt mittlerweile ist auch wieder Verlangens mit drin. Das ist das, was ich eben gesagt habe, was ich mir ja gerne drin hätte, aber kann man halt auch kaufen. Und da ist auch irgendwo Zuländer da unten. Die Zuländer dieser Welt, machen wir mal einen kurzen Werbeblock, wo sie nicht hier sind, aber die machen schon eine tolle Ergänzung. Die bieten halt auch viel an. Lohnt sich einfach mal reinzugucken, weil man wirklich eine tolle Ergänzung hat. Auch gerade, was wir eben gesagt haben, wenn du hast irgendeine Excel-Tabelle oder hast einen Google-Sheet, du willst die Information davon quasi über den dynamischen Content auf der Webseite anzeigen lassen. Das heißt, die Informationen liegen dann schon in der Datenbank drin. Das geht auch. Und solche Informationen, die kannst du quasi mit reinfließen lassen in deinen normalen Content, das ist also schon eine tolle Sache und da sind wir wirklich ganz weit vorne. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Gucken, ob ich da auch noch Werbepartner werde. Das war jetzt soweit deine Frage ungefähr, dass du jetzt weißt, wie es in die Richtung geht, oder hast du noch mehr? Also du kannst, es gibt keine blöden Fragen. Das heißt, man müsste jede Seite quasi separat bearbeiten. Oder geht das auch, dass man zum Beispiel für den Google sagt, du wirst auf allen Seiten super sein? Gleichzeitig oder nicht? Ja, sonst quasi über den Computer oder wenn man einen Bildschirm anhat oder so, sollte das mehr allen Seiten super, weil es dann einfach bei den Google angeklickt. Naja, du kannst, nee, das geht natürlich auch. Also was du halt hier natürlich auch machen kannst, ist, dass du ein Modul erstellst mit Bilder, also quasi ein Modul. Mit der Bilder bei dem Modul ist quasi genau dasselbe. Also zeig ich am besten erstmal. Und das kannst du wiederum, wenn du jetzt hier dann aussuchst, eine Modulstelle, da ist, ja. Dann könntest du das überall anzeigen lassen auf der Seite. Du müsstest halt das Modul aussuchen. Ne? Du musst jetzt Modul auswählen. Da ist das überall. So. Kannst ja nirgends ein. Mal gucken. Nee, ist der irgendwas drin? Waren wir ein bisschen angezeigt. Das ist grundsätzlich da. Also Bilder funktioniert doch nicht. Wenn du zum Beispiel eine ja, oder du kannst als Modul machen. Das ist dann hier so. Also es gibt ein Modul und das heißt Bilder. Aber das ist nicht das, was Sie meinen, weil Bilder gibt es Top und Bottom. Nein, das hat sich geändert. Du musst ja mal gucken, was die Jungs jetzt gemacht haben. Du kannst überall jetzt die Module hinsetzen. Ja. Ich habe die dreimal neu gekopiert hier. Dreimal habe ich es neu hochgeladen. Das war, weiß ich. Ich weiß, was der UFO nicht weiß. Ja.
Okay, also das ist ein Modul. Und in dem Modul ist es so, du gehst in diesen Open Builder und du kannst quasi genau dasselbe jetzt machen, was wir eben gemacht haben. Du baust jetzt dieses Bildgalerie, willst dann klappt. Name ist dann. So. Ein bisschen nur noch spalten. Und dann sagst du natürlich dann nachher, entweder musst du den dahin laden, wo du willst, ja, also wo ich eben gesagt habe, das Modul soll da angezeigt werden, oder du sagst halt hier, soll immer am Top angezeigt werden, dann wird es halt quasi bei der Position, kannst du ja auch sagen, soll immer oben angezeigt werden. Ganz im Header-Ordner, aber im Prinzip kannst du es, ja, in dem Fall, wenn du es überall anzeigen lassen willst, gleichmäßig, dann musst du halt eine Position auswählen und dann wird es halt überall angezeigt. Und ich hoffe, dass es jetzt klappt. Hab ich doch. Hab doch hier gespeichert. Na gut. Schneiden wir raus. Okay. Hier siehst du, da kommen dann diese Buttons hin. Ja? Und hier ist der Bilder, das Modul, was wir gerade machen, der Bildmann. Legst du da drauf und dann kannst du quasi genau dasselbe Spiel machen, wie das bei jeder Seite geht. Und da kannst du jetzt auch hingehen und kannst sagen, du machst so einen Slider. Ja, das kann man ja mal sehen, weil ich habe es ja nicht eingebaut. Aber du könntest jetzt diesen Slider, soll ich den jetzt überall noch einbauen? Okay. Also du hast jetzt einen Slider ausgesucht. Ja, jetzt kann man diesen generell hin. Nee, weil ich habe es ja nicht eingebaut. Also, achso, ich habe es ja nicht eingebaut. Ja, nicht. Ja, stimmt, habe ich nicht. Ne? Gut, okay, jetzt ist es an. Also, wieder zurück. Du musst ja hier die Position jetzt. Wo wollen wir das denn hin haben? Top. Okay. Gehen wir doch mal auf Top. So. Das ist ja ein Workshop, machen wir ja gemeinsam. Okay, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. So. Haben wir jetzt. Das ist jetzt das Modul. Ja? Das müsste auf der zweiten Seite wahrscheinlich genauso sein. Das heißt, das haben wir jetzt gebaut und da kannst du natürlich noch mehr drunter bauen. Und das ist jetzt immer überall gleich, wenn du weißt, was angegeben ist. Dieses Modul könntest du aber natürlich jetzt auch einbauen. Hier ganz normal, was ich eben gesagt habe, indem du da einfach sagst, da soll ein Modul angezeigt werden in der Modulposition. Ja, hier, und dann nehmen wir unser Modul Bild machen. Und dann wird es quasi da auch nochmal gezeigt. Also, das heißt, da hast du die Möglichkeit, die Module, und dieses Modul hat quasi genau dieselbe Funktion wie die Seite. Du kannst quasi eine komplette Seite aufbauen. Und früher war das so, wenn das Umfang gemeint hat, da konntest du diese Module entweder oben und top setzen oder du konntest die unten an Bottom setzen. Und mittlerweile ist es so, seit der neuen Version 3.0.3, dass es dann auch überall hingesetzt werden kann. Ja? Diese Bildermodule, was natürlich ein tolles Modul ist, was wirklich gut ist. Okay. Was haben wir hier? Okay. Dann müssen wir mal sortieren. Ist es jetzt klar geworden? Sonst noch Fragen? Ich denke, man muss einfach mal ausprobieren. Ja, man muss es ausprobieren. Und es gibt auch die Möglichkeit, auf der Seite selbst mal ein bisschen rumzutesten. Weil da gibt es also auch die Möglichkeit, mal wirklich dann in das System und auch mal kurz was zu machen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn man halt auch einfach mal die Seite bei LinkedIn dann sich so eine Seite kauft, Werbeblock, dann kann man auch, hat man auch 30 Tage Zeit und kann das dann notfalls auch wieder zurückgeben, was ja keiner macht. Dann sind ja alle zufrieden mit LinkedIn. Deswegen, aber man kann es trotzdem ausprobieren, finde ich halt auch ganz gut. Und ich denke, wenn man mal, man muss natürlich ein bisschen da Zeit investieren, das ist halt einfach so, du musst wissen, wo da was zu stehen hat, du siehst ja, weil ich weiß nicht immer, wo was ist, und es ist aber so, wenn du dann mal ein bisschen Durchblick hast, es ist wirklich eine tolle Sache, eine schnelle Möglichkeit, eine Seite zu bauen, und gerade
gerade auch diese Kopiermöglichkeiten und Export und Import und das, also ist unwahrscheinlich flexibel, was ich von anderen Templates auch überhaupt nicht kenne. Das ist halt immer eine ganz andere Sichtweise, als wenn man halt Passopaya sieht. Aber es hat auch mit der Philosophie zu tun, nehme ich jetzt so ein Programm und habe noch zusätzlich Core drin oder will ich nur mit dem Core von Joomla arbeiten? Ja, und ich will mit dem. Gucken, hat noch jemand zu dem, wie man damit arbeitet? Ansonsten gehen wir mal gucken, wir hatten ja eben so ein paar Fragen gestellt. Das ist quasi die Seite, die ich hier am Anfang gezeigt habe. Das ist eine komplette Seite, die habe ich komplett runtergeladen. Und das wird dann halt alles angezeigt. Die hat natürlich auch 300 MB. Da ist aber Joomla dabei. Das heißt, das wird die komplette Seite wird mit Joomla, da kannst du die installieren, musst du dann auf 4.0 migrieren und dann ist sie quasi hier. Und dann kannst du anfangen, kannst sagen, das passt so. Und jetzt kommen wir zum Werkblock. Hier ist es halt so, dass du hier auch aussuchen kannst, aus den verschiedenen Templates, welches du haben möchtest. Ja. Das sind jetzt so die aktuellen, da kommt halt immer regel- oder unregelmäßig mal was dazu. Und da siehst du aber auch schon unten drunter immer, wo ist die Zielgruppe? Ja, ist es jetzt Gesundheit oder sind es irgendwelche Tickets oder dann haben wir auch Immobilien zum Beispiel. Und da kannst du dir dann die Details angucken, kannst es halt auch komplett downloaden oder schaust dir einfach an, wie es ist. Du siehst quasi genau dasselbe schon mal vorher und kannst dir die verschiedenen Farben auch angucken. Natürlich auch wieder, aber brauchen wir nicht wirklich. Kann sich die einfach mal angucken, wie die Sache ist. Und das könntest du diese Seite komplett so auf deinen Server übertragen und schmeißt quasi das raus, was er eben gesagt hat, was du nicht brauchst und hast dann schon mal eine super Seite. Und jeder wundert sich, dass du in der Kürze so eine tolle Seite aufbauen kannst. Aber warum nicht? Ja, ich sag, man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Und wenn man so eine tolle Möglichkeit hat, und wie gesagt, ich finde das Schöne halt auch, dass es wirklich ein aktueller und ein trendy Aussehen hat, diese ganzen Geschichten, das ganze Templates, von daher ist auch besser, wenn du nutzen darfst. Genau. Noch ein wichtiger Hinweis, den ich jetzt vergessen habe, wie man vorgeht, wenn man neu anfängt. Ja, Child-Team ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja. Wolltest du jetzt was sagen? Oder soll ich was sagen? Ich? Ja? Nee. Ich wollte. Die UFO kann man dazu sagen. Also Child-Teams. Vielleicht zusammen, Child-Teams, ist es so, dass man hat die Möglichkeit, quasi Overrides zu machen. Gerade damit halt die Overrides bei einem der verschiedenen, auch in einer Woche vorkommenden Updates, dass die mit dann überschrieben werden, dafür kann man quasi Child-Teams schreiben. Und diese Child-Teams erscheinen dann auch irgendwo hier. In der Einstellung dann. Hast du mit Child-Teams schon gearbeitet oder wolltest du nur wissen? Nö. Weil dann, wie nutzt du denn Child-Teams? Ich lege immer eins an. Weil? Ja, aus Prinzip. Aus Prinzip. Also idealerweise legt man es halt nicht an. Umso wenig man da rumbastelt, umso besser. Aber wenn es sein muss, ist es die Möglichkeit, Musi Pro, also jede Datei, die Musi Pro ist, kann man einfach damit überschreiben. Hat jede Datei. Oder jede? Wahrscheinlich nicht Vendor, aber also die definiert sind, kann man halt überschreiben. Also wenn man jetzt Child Beeps erstellt hätte, quasi eine Kopie von dem und ändert daran dann was, dann kann man die entsprechend hier quasi anklicken. Welche haben wir? Wenn ich jetzt noch mal mehrere Templates anlege, wenn ich jetzt mehrere Seiten habe, wir hatten eben gesagt, Englisch, Deutsch zum Beispiel, oder was wir eben auch hatten, zum Beispiel ist auch die Frage manchmal, mache ich ein eigenes Theme für, wenn ich die Barriere frei machen will, weil ich da auch je nachdem sogar eine andere Sprache nehme, andere Begrifflichkeiten, vielleicht auch andere Bilder und die halt nicht so tricky mit reinfliegen und so weiter und sticky Seiten und sticky Content, sondern dass die einfach noch einfacher gehalten ist. Da kannst du halt auch verschiedene Templates anlegen, die alle auf Joomla liegen und dafür könntest du auch diese Child-Themes nehmen. Und du würdest ja die anklicken, dass du sagst, hierfür das Thema oder hierfür das Thema. Oder ein Beispiel, man hat Landing-Pages, wo man die klassische Menüführung
geht man halt zum Mann und sagt, du hast keinen. Genau. Dann so, wie gesagt, man hat viele Möglichkeiten, aber eine tricky Sache finde ich zum Beispiel, dass man so ein Favoriten-Icon einfach nur eingibt. Der sollte natürlich quadratisch sein. Und dann wird der oben quasi angezeigt, Favoriten von den Browsern. Das ist halt auch eine tolle Idee. Und wie gesagt, gibt es halt hier auch den Cookie-Banner, aber da muss man gucken, ob das dann alles so passt für die Seite, die man es hat. Noch irgendwelche Anmerkungen? Gucken wir nochmal, ob man irgendjemand noch glücklich machen können. Was hatten wir denn noch eben? Also das Wichtigste vielleicht in Kürze mit dem deinem Content, oder? Ah, genau. Das wäre vielleicht nochmal. Da gehen wir vielleicht am besten auf die Seite hier. Damit man mal guckt, wie sieht denn so dein Dynamic Content aus? Dynamic Content bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass verschiedene Beiträge, die ich erstellt habe, angezeigt werden können an verschiedenen Stellen. Ja, wie Ufo auch schon bei seiner Seite gezeigt hat. Es soll halt automatisiert sein, damit ihr nicht permanent angerufen werdet, ja, da musst du jetzt aber den neuen Artikel, der muss oben stehen. Das heißt, wenn du die kategorisiert hast oder mit Schlagwörtern oder was weiß ich wie, du hast auf jeden Fall jedem Artikel irgendwann ein Schlagwort zugegeben und zugeteilt oder eine Kategorie, dann kann die entsprechend auch dort angezeigt werden. Du hast verschiedene Möglichkeiten. Erkennen könnt ihr, dass da irgendwo ein dynamischer Content ist, indem hier immer so ein Icon für Datenbank ist. Da seht ihr, dass hier irgendwas ist. Bei Quip, bei dem hier zum Beispiel, ja, bei dem gerade angezeigt wird, da scheint irgendwo dynamischer Content zu sein. Das heißt, da gehen wir mal rein. Es ist so, wenn man dynamischen Content hat, dann muss man einmal sowas anlegen, ja, in dem Fall jetzt Artikel, und unter Erweitert, dort könnt ihr jetzt zum Beispiel entscheiden, welche Artikel sollen denn jetzt hier in dem Bereich hier oben, welche Artikel sollen denn da angezeigt werden. Hab ich jetzt hier mal. Und besonders, wenn eine Session sehr kurz eingestellt ist, bist du gerade bereits für die Sicherheit auslöst, bist du gar nicht von deinem Gegner, weil offensichtlich sehr kurz eingestellt ist. Naja, aber ich habe das auch, was er sagt, dass dann ich bei links abgemeldet machst du einmal. Das passiert, wenn du lange nichts gesichert hast, die ganze Zeit, wenn du nicht mehr willst. Also bist du schuld. Ich weiß. Das wollte er ja. Ja, ja. Ja, cool. So, also hier unten werden quasi, also erstmal sagst du, das ist dynamischer Content. Ja? Dann entscheidest du, was ist denn das für ein dynamischer Content? Das ist benutzerdefinierter Content. Du kannst auch ganze Kategorien nehmen. Ja? Du kannst auch sagen, ich nehme jetzt hier mal die benutzerdefinierte Kategorie. Und dann guckst du, was haben wir denn für Kategorien? Nehmen wir mal hier die News. Gucken wir mal, was da angezeigt wird. Ist hier so. Irgendwie ist nicht so viel. Also man kann hier auf jeden Fall, die hatten wir. Und dann haben wir die wieder. Genau. Das sind quasi jetzt die Kategorien, die angelegt sind in Joomla. Und diese Kategorien werden ja quasi jetzt hier angezeigt. Und da kannst du jetzt auch sagen, wie viele sollen da angezeigt werden. Oder gibt es da noch irgendwelche. Also hier zum Beispiel 10 Stück. Kannst natürlich sagen, ich will nur, keine Ahnung, 6 haben. Und dann kannst du sagen, was ist denn das Sortierkriterium noch? Also kannst du auch created oder was auch immer, das kennt ihr ja auch. Oder noch hier ganz andere verschiedene Geschichten, wie man halt quasi entscheidet, welche Artikel sollen da in welcher Reihenfolge angezeigt werden. Und da gibt es auch verschiedene Bedingungen auch noch unten, das ich auch noch welche. Ja. Was wird denn da gezielt haben? Genau, wenn der nicht leer ist, oder der darf nicht leer sein, der Titel oder sonst Geschichten. Und wie gesagt, das sind quasi jetzt alles Artikel, die quasi hier aus dem Bereich kommen. Ja, das sind alles Beiträge, die hier drin stehen, die irgendwann mal erstellt worden sind, die sind kategorisiert. Und ihr könnt sagen, nehmt immer die neuesten oder nehmt die ältesten, wie auch immer, wie ich das eben da eingestellt habe, und zeigt die dort an der Position an. Ja, hier oder wie auch immer, mit Bild. So. Und
Und wenn das dann, sag mal, ihr habt jetzt eingestellt die Kategorie, wie, wir das eben, wie ich das gerade eben gezeigt habe, dann ist es so, dass ihr dann mal angeben müsst, was an welcher Position. Also das heißt, wenn Überschrift, dann soll doch die Überschrift, der Titel soll immer da hin, wo der Titel ist. Also wir haben ja hier quasi lauter Blitz und dann muss da quasi, wo der Titel ist, auch immer der Titel. Das heißt, das gibt ihr dann ein, indem ihr hier sagt, also das wird das dynamisch wird dann gezeigt, wenn ihr dann auch wirklich vorher unter erweitert das auch angegeben habt, welcher dynamische Inhalt da angezeigt werden soll. Und da könnt ihr dann zum Beispiel sagen, der Titel, der soll dahin. Meta soll dahin. Bei Meta könnt ihr jetzt auch nochmal angeben, was weiß ich, soll da noch oben drüber was gestellt, noch was stehen oder wie soll das Datumsformat sein? Oder was gibt es denn da noch? Bei Inhalt zum Beispiel könnt ihr noch sagen, wie lang soll der Inhalt sein, wenn der Inhalt hat. So, dann kann man zum Beispiel sagen, da sollen jetzt nur 100 Wörter erscheinen. Die ersten 100 Zeichen sollen da gezeigt werden. Oder nur die ersten 10, wie auch immer. Dann werden auch nur 10 Zeichen gezeigt. Und ja, das könnt ihr dort auch nochmal im Einzelnen einstellen. Die Bilder kann man natürlich dann hier, da kann man auch nochmal gucken. Wichtig ist immer, dass ihr auch je nachdem auch den Link einstellt natürlich. Und ja, das ist alles so die Hauptsache. Das heißt, das wird einmal eingestellt und das, dann weiß man immer, dann weiß das Programm halt auch, Titel wird immer für Titel. Oder wenn ihr sagt, ich will gar keinen Inhalt, ich will da auf der Seite will ich nur ein Bild haben und eine Überschrift, dann lasst ihr den Inhalt weg und dann wird halt nur die Überschrift angezeigt. Beziehungsweise das ist jetzt ein Meta. Information. Das ist quasi die Dynamik, der dynamische Content. Und was wir eben schon gesagt haben, wenn halt je nachdem noch andere dazu nimmst, kannst du halt auch andere, die sind ja quasi Informationen, stehen ja alle in der Datenbank. Du kannst aber auch externe Daten auch noch mit da jetzt quasi mit reinfließen lassen von einer anderen, von einer Excel-Tabelle oder was auch immer. Das ist natürlich auch wichtig. Das ist der dynamische Content. Habt ihr zu dem dynamischen Content? War das klar oder ist es noch? Kann man das jetzt auch umstellen, dass das Foto, wenn das Bild groß ist und der Text drüber ist? Ja, ja, klar. Das machst du dann quasi in den Gesamteinstellungen von dem Grid. Da kannst du auch sagen, hier kannst du jetzt einstellen, wie das dann aussehen soll. Wo das Bild jetzt ist, ist raus. Das ist das Bild da. Da haben wir jetzt gesagt, das Bild soll links sein. Du kannst aber auch sagen, das soll rechts sein. Und das ist dann halt immer bei allen Artikeln so. Oder du sagst, du willst es oben hin haben. Wenn dann. Ja, das ist recht. Du machst halt irgendwie. Da gibt es halt immer verschiedene Möglichkeiten. Du machst daraus dann noch. Das Style, was du sagst, ich will dann noch ein. Überziehst du Zeit? Ja. Wir kriegen nichts mehr auf dem Es gab ja nicht so viel Veganes. Okay, ja, das war jetzt mal ein Workshop. Das, wie gesagt, sollte kein Vortrag werden, wurde auch keiner. Trotzdem vielen Dank, dass ihr da eingesprungen bist und dann ein paar Sachen erzählt habt. Aber auch euch allen, die ihr da uns unterstützt habt. Ich hoffe, die Leute, Fans von Rufin, konnten auch so ein paar Sachen mitnehmen. Ich darf nur mal erinnern, rechts und links gleichzeitig rufen, total super. Aber vielen Dank, also ich finde euer Tool toll und kann es auch echt nur empfehlen, dass es andere weiter nutzen. Ich wünsche euch allen noch viel Spaß. Geht morgen noch den Beitrag besuchen von denen auf jeden Fall von YouTube und viel Spaß bei YouTube.